So, hallo, wie lange bist du jetzt beim Festival tätig und was ist eigentlich deine Aufgabe beim Filmfestival in Cottbus? Ich bin seit langem verbunden mit Cottbus Film Festival. Das erste Mal kam ich 1998 sogar hierher. Da lief die georgische Studentenfilmreihe hier im Cottbus und ich habe damals in der Regieklasse an der HFF, Filmhochschule in Potsdam, studiert und er fragte mich, ob ich mithelfen könnte, ein bisschen zu dolmetschen. Das war das erste Mal, als ich nach Cottbus kam und seitdem bin ich fast jedes Jahr hierher gekommen. Dann letztendlich 2007 oder 2008 war das, glaube ich, habe ich meinen Kurzfilm hier auch gehabt, der Cottbus Discovery Award bekommen hat. Und dieses Jahr, 2014, habe ich eine Reihe kuratiert, ein Fokusprogramm Queer East. Das sind die Filme, die aus osteuropäischen Raum kommen und mit dem Thema Queer sein, schwul sein, lesbisch, transgender, bisexual Themen dann sich beschäftigen. Welche Filme hast du gesehen auf dem Festival und welcher hat dir am besten gefallen? Oder kamst du überhaupt dazu, Filme zu gucken? Das ist immer sehr schwierig, wenn man eine Reihe kuratiert und wenn man auch die Filme vorstellt, natürlich auch die Filmgespräche führt, dann nebenbei noch andere Filme zu gucken. Das ist aber ziemlich üblich sozusagen in unserer Branche, wenn man Festivals macht, dass man die Filme eher vor dem Festival oder nach dem Festival guckt. Ich habe mir natürlich sehr gewünscht, viele Filme zu sehen, aber leider ist es nicht möglich gewesen, weil die Filmemacher, die nach Cottbus gekommen sind, die ihre Filme präsentiert haben und die Gespräche habe ich ja geführt nach den Vorführungen und das war mir auch wichtig, dass ich selbst diese Gespräche führe nach der Vorführung der Filme, weil man hätte ja einen persönlicheren Bezug auf den Film, man hat persönlicheren Draht zu den Filmemachern und ich bin sehr glücklich, dass wir sehr schöne und interessante Gespräche gehabt haben. Das Publikum war auch aktiv, hat Fragen gestellt. Manchmal ist das so, dass das Publikum sich ein bisschen scheut, die Fragen zu stellen und dann hilft man mit einer oder der anderen Frage, die man an der Filmemacher stellt. Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass die Reihe Fokusprogramm Queer East gut angekommen ist. Das ist auch ziemlich interessant, auch im Kontext von Osteuropa und Homosexualität oder lesbisch sein überhaupt zu sprechen. Und das sind wahrscheinlich auch die ersten Schritte, die in dieser Richtung gemacht werden. Bist du denn beim nächsten 25-jährigen Jubiläum auch dabei? Das kann ich erstmal nicht sagen. Ich würde sehr gerne nach Cottbus kommen. Die Zusammenarbeit wird natürlich nicht so abrupt abbrechen, denke ich mal, weil, wie gesagt, ich bin sehr verbunden zum Filmfestival seit 1998. Mit Bernd Buder spreche ich heute über die Auswertung, was wir zusammen gemacht haben, über wie das alles gelaufen ist und was die nächsten Pläne sind. Okay, dann herzlichen Dank fürs Interview Dankeschön. und schöne Heimfahrt. Danke, danke.